Würdest du sagen, dass es, also wenn man jetzt, du sagst ja, es ist ein ziemlich lernintensives Jurastudium. Ich in der Uni-Bibliothek sitze auch oft neben Juristen. Ich kenne auch einige Juristen sehr gut. Wenn man da den ganzen Tag quasi die Gesetzesbücher durchwälzt und so weiter, denkst du, da kommt so ein bisschen, sagen wir mal, die Soft Skills vielleicht ein bisschen zu kurz? Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu sagen, weil wir kennen uns ja von der Stiftung der Ja, deutschen Wirtschaft das ist so ein ein sehr guter bisschen auf diese Punkt, ja. Punkte. Ja, ich glaube, man darf nicht den Eindruck haben vom Jurastudium, dass das im Kern besteht aus Auswendiglernen, ja, sondern am Ende hat man so viele verschiedene Rechtsbereiche, mit denen man sich beschäftigt, und man bekommt am Ende nur einen guten Zugang dazu, wenn man im Grunde, sag ich mal so, sich mit den Kontexten, also dem Strafrecht, dem öffentlichen Recht, dem Zivilrecht und den dort relevanten Fragen einfach beschäftigt und eben mit den Kommilitonen dazu also diskutiert. Ich halte überhaupt nichts davon, sich so lange immer zurückzuziehen und alleine als Einzelkämpfer, wie ich schon sagte, das Studium zu bestreiten. Und wenn man dann eben zusammen in Lerngruppen oder mit Studenten, in Lerngruppen mit Studenten eben sich diesen Fragen widmet, dann diskutiert man, dann entwickelt man weitere Soft Skills. Man sollte aber auf jeden Fall auch nicht nur Jura studieren, ja, sondern eben auch natürlich seine Interessen weitergehen, Sport machen und andere Dinge. Okay, und das vielleicht mal rückblickend zu deiner Jurazeit. Was war so, sag ich mal, der beste Moment oder wo du sagst, okay, daran erinnere ich mich noch richtig gut. Okay, Und dann also. vielleicht noch so einen Moment, wo du sagst, ah, das war schon eine harte Zeit, sag ich mal. Okay, also harte Zeit war sicherlich für mich Strafrecht, weil ich ja, weil mir das eher schwerer gefallen ist damals. Ich habe heute auch nicht mehr so viel mit Strafrecht zu tun. Und einfach was super war, es gab einfach wirklich an den Universitäten, an denen ich war, sehr gute Professoren, sehr gute Veranstaltungen. Und das war total bereichernd, und ich hatte dann auch sehr gute Kommilitonen um mich herum, mit denen ich viel gemacht habe und viel Spaß hatte, sowohl beim Lernen als auch anderweitig. Okay, verstehe. Vielleicht, wenn wir nochmal, das frage ich auch immer gerne, wenn ich Leute aus verschiedenen Studienrichtungen interviewe. Und ich meine, du hast jetzt eine sehr gute Karriere hingelegt. Aus der Karrieresicht, was für Dinge muss man denn mitbringen? Bei uns BWLern zählen zum Beispiel nicht nur die Noten, sondern du musst auch während im Studium super viel Praktika Ja. absolviert haben. Du musst, wenn möglich, an einer Top-BWL-Uni studiert haben. Ist sowas bei Jura auch wichtig? Gibt es da auch beispielsweise Unterschiede zwischen den verschiedenen Unis in Deutschland? Sollte man vielleicht auch im Ausland Jura studieren? Hast du da Tipps für die Leute? Also ich glaube, was das Jurastudium anbelangt, sind aus meiner Sicht alle deutschen Universitäten wirklich sehr, sehr gut und geeignet. Und man sollte sich jetzt nicht primär Gedanken machen, ob eben ein späterer Arbeitgeber die eine oder die andere Uni besser findet, sondern das wird dann schon irgendwie über das Staatsexamen, die ja zentral in den Bundesländern gestellt werden, auch reguliert. Wichtig ist aus meiner Sicht auch in der heutigen Zeit, dass man Auslandserfahrung sammelt. Sei es, dass man ein oder zwei Semester im Ausland studiert, sei es, dass man sich bemüht, Praktika oder eine Referendarstation auch im Ausland zu verbringen, weil sich einfach auch die Rechtsberatung insgesamt sehr, sehr stark internationalisiert hat in den letzten 10 Jahren. Und man darf einfach nicht, sage ich mal, nur als reiner, sage ich mal, Jurastreber am Ende sich dem Arbeitsmarkt zuwenden, sondern auch mit anderen Interessen, die man verfolgt hat während des Studiums. Das müssen nicht immer nur Praktika gewesen sein, das können auch andere Engagements gewesen sein im Verein, wie bei uns in der SDW. Und am Ende kommt es nicht darauf an, dass man so einen gefeintunten Lebenslauf hat, sondern dass man einfach zeigt, dass man sich für viele Bereiche interessiert hat, sich auch ausprobiert hat, und dann wird man immer mit sehr offenen Armen empfangen. Okay, sehr, sehr schöne Tipps auf jeden Fall. Dann würde ich mir vielleicht, also wie gesagt, das zweite Video findet ihr unten in der Beschreibung und in den Kommentaren, wo wir noch ein bisschen mehr über Ullis Karriere sprechen.